So, Freunde, in der letzten Folge hatten wir hier bei dem Tor aufgehört und jetzt gehen wir mal weiter. Mal sehen, was uns jetzt hier erwartet, außer die alte Pflaume hier, also nicht keine Pflaume, ich bleib stehen. Die alte Sorte, die rüben wir mal hier. Ein Schmetterling, er fliegt da so schön. Der Sheriff. Wow, wow, wow. La, la, la. La, la. Du alte durch. Ja, 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 ja. Ein Sheriff hat dich vom Pfad abgebracht. Aber jetzt versteht er seine Bestimmung. Und wird sich in Eden zu uns gesellen. Wenn du versuchst, ihn aufzuhalten. Du bist zwar noch sehr jung, aber trotzdem muss ich dich leider töten, alte Pflaume. Hätte am liebsten was ganz anderes mit dir gemacht, aber... Ja. Dein Sheriff war eine Mauer. Eine Mauer zwischen dir und dem Vater. Eine Mauer, durch die du nicht die Wahrheit hallo. Huch. Also werde ich diese Mauer einreißen. Was machst du da? Du bist ein komischer Boss. Eine, die fliegen kann? Wieso kann hier so in der Luft schweben? Das ist unfair. Ich kann doch auch nicht schweben. kann ich? Na, natürlich kann ich jetzt nichts machen. Keine Waffen auswählen und nichts. Dein Sheriff war eine Mauer. Eine Mauer zwischen dir und dem Vater. Eine Mauer, durch die du nicht die Wahrheit erkennen konntest. Also werde ich diese Mauer einreißen. Alter, diese Wackelei hier wieder. Ach, das ist doch bescheuert, ey. Wieso habe ich denn eben so gewackelt? Da hat sie sich ja noch gar nichts gemacht. Und fange ich dann so an zu wackeln an. Kann ich da diese Sprengdinger nicht da irgendwie hochgehen lassen? Dein Sheriff war eine Mauer. Eine Mauer zwischen das ist dir und dem Vater. Nein. Also werde ich diese Mauer einreißen. Mir ist klar. Haben wir auch gleich alles drin, ne? Und bei ihr zählt das natürlich nicht. Nein, ich hab doch hier. Selbst, ne? Dein Sheriff ist jetzt so dicht dran. So dicht dran, das Wort des Vaters in sein Herz zu lassen. Was soll das? Ah.
Ja, toll. Wirklich toll. Was ist denn das für ein scheiß Bosskampf, bitte? Ach Gott, ey. Was ist denn das bitte für ein verdammter scheiß Bosskampf? Ich bin weit genug entfernt von diesen Dynamitdingern da, Sprengstoff da. Und trotzdem werde ich noch getroffen und alles abgezogen. So dicht dran. So dicht dran, das Wort des Vaters in sein Herz zu lassen. Und wenn er es tut, dann ich verstehe es nicht. Weg zurück. Dreh dich nicht um, der Plumpsack geht um. Ja, jetzt müssen wir auch mal nachladen hier. Ach oh Gott, ey. Ja. Oh, ich verstehe es einfach nicht, ey. Manchmal nicht in eine bestimmte Richtung gehen, das finde ich komisch. Du bist eine Mörderin. Na, immerhin kann man jetzt zwischendurch mal so ein bisschen Munition nehmen, aber trotzdem. Ey, dieser Kampf, der ist bescheuert. Muss ständig in Bewegung sein. Die kann dich da verhundert fassen. Dann bist du laufen und ich kann vermutlich dann ey. Er ist mächtiger als du glaubst. Ach ja. Du weißt nicht, was er tun wird. Ach. Mist. Du schlägst mein Angebot aus? Ja. Ich will nicht mit dir ins Bett. Du schlägst zu, aber du kannst seine Schöpfung nicht vernichten. Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert sterben. Oh. Siehst du nicht, was du da tust? Doch. Du wirst niemals wissen, was ich weiß. Naja. Okay. Wo bist du denn? Da bist du. Ich kann nichts dafür. Nichts davon. Was ist meine das? Schuld. Nein? Meinst du, ich wollte das? Er hat keine mich Ahnung. Drogengefügig gemacht, mich bedroht. Ich war 17, noch ein Kind. Ja und? Wo bist du? Zeig mir dein Loch, Alte. So, was ist das? Jungfrauenblut? Okay. Du willst es nicht verstehen. Du begreifst immer noch nicht, was du tust, oder?
Joseph glaubt, er sei unser Erlöser. Aber du wirst es sein, der entscheidet, was passiert. Du warst der Anfang. Du bist das Ende. Es sollte immer genau so ablaufen. Geh nach Hause, Alte. Du folgst dem Pfad. Du rettest deinen Sheriff. Du wirst die Heldin sein. Und dann entscheidest du. Und wenn du nicht auf ihn hörst, behält er recht. To sing his praise than when we first begun. Ich habe nicht viel Zeit, Rocky. Das Bliss. Du musst es aufhalten. Du musst dich beeilen. Mal versuchen. Wie soll man das? Schnell!
Also echt, hier drehst du voll am Rad, ey. Wow. Was hat die Alte sich dabei nur gedacht? So. Boah, überall, ja klar, überall, ne? Ach, ja doch. Ach, ey. Immer bei dem mit dem Schwab. Du knallst auf den drauf und knallst auf den drauf und in dem Moment musst du wieder nachladen mit der ballert, ey. Ich glaub das nicht, ey. Oh, und dann war da noch so einer mit einer Sniper da, ey. Okay, ab nach oben. Ja, ich versuche es. Das ist doch so schwer hier zu drehen. Eine dicke alte Tür. So, dann einmal hier. Und drehen und drehen und drehen. Okay. So, wir machen hier nochmal so ein bisschen. Und dann. Zack. 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Vielleicht können wir mal von oben was machen. Warten wir, ob wir da jetzt wirklich Zeit haben oder ob das irgendwie nach Zeit geht. Oh. Zack, voll in den Kopf rein. Oder so in den Hals. Und der eine mit seinem Ding da, ey. Der ist da hinten hinter der Kiste. Gott hat dich schon lange vergessen. So sagst du. Mal sehen, kann man den irgendwie treffen? Zack. Noch jemand hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da ist auch wieder eine Leiter. Da hat sich einer versteckt. Ja, ja, irgendwo. Nein, ich will doch nur gucken. Oh, lauf doch mal hier oben. Nein, Annäherungsdings genau. So, für den Fall, dass da einer mal hochkommt. Da unten ist noch ein, zwei sogar. Oh, Vorsicht. Moment. Bleib mal stehen da. Bleib. Ne. Dann nehme ich. Ja, was war das denn? Wieso habe ich den denn nicht getroffen? Oh, nochmal zwei. Na. Moment, komm jetzt mal hoch hier. Zack. Ja, hallo. Hab ich doch gemeint, hab den doch getroffen, Mann. Die Bedrohung ist hier irgendwo. Aufstellung, Augen auf, Waffen bereit. Ach, was soll das denn? Ich hab doch nur. Das gibt's nicht. Wieso wird denn das auch nochmal geballert und die Waffe geweckt? Was soll denn der Kack? Seltsam. Okay, wir können ja mal. Hui. So.
Könnten zwei auf einmal gewesen sein. Dann denken die vielleicht, oh, ich bin da unten oder sowas, aber nein. Oh, der war vorbei. Ach, Alter! Bückt er sich zweimal, genau in dem Moment, ey, wo der Pfeil am Fliegen ist, ey. Das gibt's doch gar nicht, ey. So. Huh. Wo? Was? Ja, genau. So. Haben wir mal sowas ausprobiert jetzt. Das ist gut für draußen vielleicht, aber... okay. Gut. Im Moment keiner hochgekommen. Vielleicht waren das jetzt auch alle. Und wieder am Rad drehen. Ja, ja, Warnung. Oh, hi. Oh Gott, ey. Ja, ich sehe hier wieder. Oh Gott, ey, ich glaub's einfach nicht. Wieder bei einem mit so einer Lederjacke, ey. Nun fall doch mal um, ey. Genau. Oh Gott, ey. Was denn jetzt los? Zentralventile überladen. Warnung. Zentralventile überladen. Hier nach. Los, los, los. Ich deck dich. Runter. Wie runter? Warnung. Zentralventile überladen. Warnung. Zentralventile überladen. Wo kommt die denn noch einmal her, ey? Zentralventile überladen. Warnung. Zentralventile überladen. Ja, ja, überladen. Ich zeig dir gleich mal, was hier überladen ist. Warnung. Zentralventile überladen. Warnung. Wo ist denn noch einer? Da oben. Au, tut doch weh. Da unten da einer. So. Nein. Ach Gott. Hep. Ich dachte, man könnte da hoch. Ja, ja, überladen. Moment. Aber nicht mehr lange. So, komm mal kaputt hier. Warnung. Zentralventile überladen. Warnung. Zentralventile überladen. Ja, ich weiß. Ich mache ja was dagegen. Moment. Dann gehen wir erstmal hier hinten hin. Warnung. Zentralventile überladen. So, drehen erstmal hier am Rad. Wow. Scheint am Eingang was hochgegangen zu sein. Hallo. Und dann den hier. So. Da braucht man dieses alle Bliss hier oder wie? Dieses Bliss. Kann man hier was machen? Nein. Da geht nichts.
Okay. Wow. Das war's, Rocky. Tut mir leid, aber ich muss von hier verschwinden. Wegen dem Bliss kann ich nicht mehr gerade gucken. Da liegt es an dir, spreng die Bude in die Luft. Ach, die pumpen mir jetzt auch noch Gift, ja. Da habe ich nichts mehr von. Naja. Ich war doch gerade da bei der Tür, ey. Da hat doch in dem Moment gar nichts aufgeläutet. Ja, toll. So, leg dich hin. Ich wollte eigentlich schon längst aufhören, aber naja, können jetzt nicht einfach mitten drin abbrechen. Hä? Boah, jetzt kommen wieder dieses Glitzerzeug. Die Puppen zerstören, ja klar. Oh, hi. Immer mehr wieder. Wow, 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 wow. Okay, Moment, ja. Ah, da ist auch noch wieder einer. Ja, klar. Achtung! Gut, ich mache dann doch jetzt erstmal eine Pause und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis dann. Bye, bye.